Hallo, hier ist Bastian von Alpenforelle. In diesem Video geht es um die Grundlagen für das Fliegenbinden. Das ist jetzt das dritte Video aus der Serie Fliegenbinden für Anfänger. Im ersten Video ging es um das richtige Bindewerkzeug. Im zweiten Video habe ich gezeigt, was für Bindematerial man braucht. Jetzt im dritten Video geht es darum, die Techniken zu zeigen, wie man Fliegen bindet. Ich zeige das anhand von einer einfachen Pheasant-Tail-Nymphe. Als Material haben wir hier den 12er-Haken. Dann haben wir eine Tungstenperle, 2,8 mm. Bindegarn, dann haben wir hier Bindegarn 6/0 in Schwarz. Wir brauchen eine Fasanenstoßfeder und Dubbing habe ich. Bindewerkzeug habe ich den Bobbin Holder, Halfage Tool, die Schere, eine Häkelklemme, die Einfädelhilfe. Und den Clipper. Bevor ich den Haken in den Bindestock klemme, muss ich die Perle auffädeln. Und wenn die Tungstenperle aufgefädelt ist, klemme ich den Haken in den Bindestock und kann so, indem ich dagegen stoße gegen den Haken, kann ich gucken, ob er fest sitzt. Als nächstes wird der Faden eingefädelt. Dann nehme ich die Einfädelhilfe. Faden ist eingefädelt. Um ihn gut binden zu können, sollte man gucken, dass der Faden einigermaßen gut abläuft. Wenn er zu schnell abläuft oder zu langsam, dann muss man nachjustieren. Und bei solchen einfachen Bobbinholdern kann man das einfach machen, indem man sie etwas zudrückt. Dann werden sie enger und haben mehr Widerstand. Wenn man kann sie einfach auseinanderziehen, dann werden sie weiter. Haben weniger Widerstand. Wenn jetzt der Faden reißt, wenn du die Nymphe bindest, kannst du unter Umständen nochmal von vorne anfangen. Und da musst du aufpassen, dass du nicht zu doll ziehst, gerade bei Fäden, die nicht so viel aushalten. Das Ganze ist aber eine Übungssache ein bisschen und nach zwei, drei Nymphen hat man das eigentlich schnell raus. Aber es passiert auch mir ab und zu noch, dass ich zu doll ziehe und der Faden reißt. Beim Binden fängt man an, indem man das Garn ein paar Mal um den Haken wickelt. Etwa so. Den Rest kann man abschneiden. Man kann so 5 bis 7 Mal wickeln, das hält normalerweise. So, für die Pheasant-Tail-Nymphe gehe ich jetzt hinten zum Schluss vom Haken. Dann nehme ich mir vom Fasanenstoß hier 3 Fibern weg. Das wird der Schwanz der Nymphe. Das Verhältnis ist etwa so. Die Haken-Schenkellänge kann man versetzen. Dann wird der Schwanz eingebunden. So, wenn ich jetzt hier unten ein bisschen dran gehe, steht der Schwanz ein bisschen ab. Fasanenstoß ist ein sehr weiches Material, dann kann man das auch einfach abreißen dann. Den Anfang vom Körper. Nehme ich mir jetzt hier 3 bis 4 Fibern raus. Die Fibern, die binde ich jetzt hier ein. Noch etwas zurechtziehen, so nach hinten ein bisschen rausrutschen, ein bisschen mehr Platz zum Binden hat. Und jetzt schnappe ich mir die Fibern mit der Häkelklemme. Geht einfacher so. Bei Fasanenstoßfedern muss man ein bisschen aufpassen, nicht zu doll ziehen. Das ist mir jetzt ein paar Mal passiert, dass die Fibern abreißen. Dann kann man natürlich wieder von vorne anfangen. Und wenn ich am gewünschten Ort angekommen bin, dann binde ich das hier ab. Auch hier wieder Fasanenstoß. Einfach abreißen. Als nächstes kommen die Beinchen oder Flügelchen. Auch dafür nehme ich wieder die Fasanenstoßfeder und ich will auf jeder Seite 3 haben, darum nehme ich insgesamt 6 Fibern. Zuerst binde ich das Bündel auf der einen Seite.
kommt das Bündel für die andere Seite. So. Die Fibern hier lasse ich jetzt dran. Die ergeben nachher den Rucksack oder die Flügelscheide. Dubbing braucht man nur sehr wenig. Weniger ist eigentlich immer mehr. Das Dubbing wird mit den Fingern so um den Faden drum gedreht. Hält das gut. Das reicht eigentlich schon. Und jetzt mache ich hier den Rucksack bzw. die Flügelscheide. So, die Federchen, die hier vorne rauschen, die habe ich einfach nach hinten gezogen. Und das hier habe ich einfach drüber gezogen. Jetzt kann ich hier ein paar Mal rumgehen. Jetzt hält das Ganze. Hier ziehe ich lieber nicht dran. Das wird abgeschnitten. Zum Schluss, damit das Ganze noch ein bisschen heißer hält, mache ich noch Kleber auf den Faden. Immer gut verschließen. Und jetzt kann ich mit dem Half-Fitch-Tool den Knoten machen. Abschneiden. Und das ist auch schon die ganze Nymphe. Ein sehr einfaches, klassisches Muster, das schon seit über 100 Jahren gut funktioniert. Das hier ist jetzt eine Variation mit den Materialien, die ich habe. Bei der ersten Aufnahme ist was schiefgelaufen, darum sieht es jetzt gerade ein bisschen anders aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet die Grundtechniken mitnehmen. Wie immer gibt es in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Blog alpenforelle.ch, wo alles auch nochmal beschrieben ist zum Nachlesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schaut mal auf alpenforelle.ch vorbei.